es nicht mehr hören. Mit dieser Propaganda wird wieder gehetzt. Sie können nur zerstören. Die alten Feindbilder werden dreist ersetzt. Und sie lügen in den Medien, doch wir erinnern uns. Und wir denken auch an Serbien, ja, wir erinnern uns. Und die Botschaft schreie ich laut zu euch raus. Sie heißt, haltet euch raus. Dann wird die vernichtet. Und da geht es doch jetzt nicht darum, wer da auf der guten und der schlechten Seite ist, primär wer da auf dem höheren Lego-Klotz steht. Da geht es doch einmal darum, ganz konkret eine Zerstörung, Tote zu verhindern und alles daran zu setzen, zum Frieden zurückzukommen, stabil auf der Grundlage der Berücksichtigung aller Interessen. Und die Leute, die der Meinung sind, du musst das jetzt zum Weltkrieg eskalieren lassen. Wir müssen Putin aus Moskau herausbomben. Wir müssen ein für alle Mal diese Russen in Grund und Boden hineinrammen. Dann sage ich ihnen einfach, bravo, viel Vergnügen, das haben schon manche gemeint. Und vermutlich Leute, die vom Militär mehr verstanden haben. Da hat schon ein Napoleon dachte das schon. Die Deutschen waren noch im Sommer 1942 der Auffassung, der Russe ist fertig. Wir marschieren da durch. Unglaublich. Wahnsinnig. Wir marschieren da durch. Ich habe kürzlich auf einem Globus einmal Russland angeschaut, da in Ungarn. Da können Sie nicht mal mehr ein Elektronenmikroskop, reicht da gar nicht mehr. Das ist ja. Deutschland, die Leute mit der Lupe, ja, mit der großen Lupe, sehen Sie da Europa ein bisschen. Und die Amerikaner, wissen Sie, Orban hat gesagt, ich mache dem Löwen keinen Vorwurf. Der Löwe will Fleisch fressen, den dürfen Sie nicht. Und diese Staaten sind alle Raubtiere, große Staaten sind alles Raubtiere. Das wissen wir als Schweizer seit der Spitaler Neutralitätsrede aus dem Ersten Weltkrieg. Die Amerikaner sind halt hinter ihren Ozeanen, die sehen es halt auch ein bisschen anders. Aber Europa ist dieses kleine Fleckchen da, neben einem riesigen Russland. Und jetzt sage ich einfach, da müssen Sie gar nicht Russlandversteher sein. Da müssen Sie eigentlich gar nichts verstehen. Da müssen Sie nur mal Ihr Hirn einschalten. Da muss ich einfach sagen, also gut, also die Kleinen da, die wollen, die jetzt seit etwa 12, 15 Jahren nichts anderes gemacht haben, als ihre Armeen heruntergewirtschaftet, die Rüstungsausgaben gekürzt und pazifistische grüne Frauen an die Spitze der Verteidigungsministerien gestellt haben. Nichts gegen grüne, linke Frauen. Aber früher sahen, das ist ja fast schon ein Ausdruck des Zivilisationsprozesses. Ich bin ja froh, dass ein deutscher Wehrminister nicht mehr so aussieht wie General von Falkenhayn oder wie Moltke der Ältere und all diese scharf geschnittenen Falkengesichter aus Ostpreußen. Hat ja auch etwas Sympathisches, wenn da jemand kommt, der auch eine Kinderkrippe in Zürich leiten könnte. Aber wenn sie dann eben im Krieg sind, dann sind diese Träumer sind eben eine Gefahr. Und das sind ja bezeichnenderweise die Generäle, die dann warnen. Sind ja heute die Militärs, die warnen. Pentagon, Rand Corporation in den USA, der Think Tank der Verteidigungsministerien Amerikas, die sagen, hört mit diesem Krieg auf. Während aber all die Wehrdienstverweigerer und die Baumumarmer und die Alleinerziehenden und Mehrfacherziehenden Patchwork-Familienväter, die haben da neben dem Kinderwagen haben sie schon die Kalaschnikow eingepackt, marschieren sie da. Die Handgranate am Gürtel neben dem Schoppen, das sind die Leute heute, jetzt kein Witz, Hofreiter habe ich gesehen, den Abgeordneten, der Grüne, der aussieht, wie wenn er früher an einem Konzert von Grateful Dead zusammen mit Jerry Garcia einen Joint geraucht hätte. Der ist heute da in der absoluten
Der ist im Stechschrittmodus. Und diese Leute sind mir unheimlich, weil die wissen gar nicht, was ein Krieg ist. Die schauen viel zu viel Paw Patrol mit ihren Kindern. Die wissen nichts mehr, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Und das ist gefährlich. Und da müssen wir den Leuten entgegenwirken, weil die stürzen uns dann in so eine Situation hinein. Und ich sage, wenn diese Leute einen Krieg gegen ein Land, das so groß ist, führen, ein Land, das hier existenzielle Interessen bedroht sieht, Sicherheitsinteressen. Das ist ja auch Putin-Propaganda, wenn Sie das... Herr Köppel, also diese Putin-Propaganda. Wo ist denn hier, bitte schön, Herr Köppel, die Sicherheitsgefahr für Russland, wenn die Ukraine der NATO beitritt und die Amerikaner Mittelstreckenraketen, Kurzstreckenatomraketen und Langstreckenraketen in Charkiw, in Kiew, in irgendwo in der Ukraine stationieren können? Mit einer Flugzeit von 90 Sekunden oder 2 Minuten nach Moskau. Wo ist denn jetzt hier die Bedrohung für Russland? Sie sehen Gespenster, Herr Köppel. Sie leben in der Scheinwirklichkeit. Ist doch überhaupt kein Problem, wenn wir unsere Atomraketen an die russische Grenze hineinstellen. Aha, bei uns? Nein, das geht dann gar nicht. Also wir haben die Monroe-Doktrin. Also wenn ein Russe nur schon in Patagonien seinen Fuß auf südamerikanisches Terrain setzt, dann schicken wir ein Sonderkommando der Navy Seals. Wenn die Chinesen glauben sollen, dass sie mit Mexiko ein Militärabkommen machen würden, meinen sie, dann schauen die Amerikaner 8 Jahre lang zu. Dann machen sie das Gleiche wie in Chile. Dann ist aber fertig, Allende. Zack, bumm, und da werden die Militärs eingesetzt. Wissen Sie, ich will das nicht qualifizieren. Ich sage nur, wenn der andere das, was du machst, wenn es beim anderen ein Verbrechen ist und bei dir eine Selbstverständlichkeit, dann stimmt etwas nicht mehr. Also, die Russen, ob es uns passt oder nicht, sehen hier ihre Sicherheitsinteressen bedroht. Sie gehen aufs Ganze. Sie werden immer weitermachen. Und eben machen sie dieses Land kaputt, versuchen sie diesen Krieg zu gewinnen. Vielleicht geht das ja. Ich bin der Erste, der dann sagt, ich habe mich geirrt. Ich würde einfach davor warnen. Und wenn dann noch Leute kommen, die sagen, wir müssen zusammen mit Annalena Baerbock und dem Insolvenzspezialisten Habeck in Russland zusammen noch mit Balthasar Glättli eine neue Regierung im Kreml errichten. Dann müsste ich, wenn es nicht so ernst wäre, eigentlich sagen, Monty Python übernehmen Sie. Dann ist... Dann ist sozusagen der Übersprung von der Tragödie in die Realsatire sehr klein, aber die Tragödie kommt dann sehr schnell wieder zurück.